Also wir haben gerade frisch bei der IBC das neue Firefly-Videomodell angekündigt. Das ist unser erstes KI-Modell im Bereich von generativer KI im Videoumfeld. Was jetzt neu ist, ist, ich kann bald in Firefly nicht nur Text zu Image machen wie davor und damit Bilder kreieren, sondern ich kann jetzt auch Videos kreieren, sowohl mit Textprompts als auch auf Basis von einem Foto oder einem Still. Wir sehen das quasi als eine Art Status-Update von den Sachen, die wir bei der NAB im April angekündigt haben. Das heißt, sowohl dieses Modell an sich, als auch dann die Anwendung in Premiere, da wird die erste von hoffentlich vielen das generative Erweitern sein, wo ich einen Clip irgendwie 1-2 Sekunden verlängern kann. Und dieses neue Firefly-Modell ist quasi die Technologie hinter dieser Anwendung in Premiere. Und was wir auch angekündigt haben, was erstmal nicht in Premiere sein wird, aber auf der Firefly-Website, ist eben dieses reine Text-zu-Video und Image-zu-Video-Prompten. Das heißt, ich kann Videos bis zu 5 Sekunden Länge erstellen, aus dem Nichts sozusagen oder eben aus dem Beispielstil, den ich schon habe. Wir sehen es so ein bisschen auf zwei Ebenen. Das eine ist eine klare professionelle Anwendung in Premiere und das ist eben das Erweitern als erster Schritt. Aber wir haben dann auch sowas wie Objekte entfernen, Objekte hinzufügen, woran wir aktuell arbeiten. Und das andere ist so ein bisschen so, ja, so diese Spielewiese, wo ich Dinge ausprobieren kann. Und ein gutes Beispiel ist, ich bin kein Motion Designer, ich kann weder animieren, ich kann nicht mal zeichnen. Das heißt, wenn ich jetzt so einer Person, die das beruflich macht und gut kann, mitteilen möchte, was ich haben möchte, wie ich mir was vorstelle, ist es schwer. Es ist schwer, ein Video, eine Animation oder CGI-Effekte einfach in Worten zu erklären, ist einfach super schwer. Und was ich jetzt aber machen kann, ist das schon mal prompten und schon mal eine Idee bekommen, wie sowas aussehen könnte. Und dann kann ich das immer noch einem Artist geben und sagen so, hey, so ungefähr stelle ich mir das vor und das bräuchten wir jetzt quasi nochmal ordentlich. Das gleiche auch ist sowas wie Title Design, auch dann den allerersten Entwurf zu machen. Das wird nicht dann produktionsfertig alles rauskommen, sondern ist einfach ein toller Weg, Dinge auszuprobieren und dann auch kreativ zu vermitteln. Und der dritte Use Case, den ich persönlich total spannend finde, ist, ich habe ein Video von einem Event oder irgendwie auf einer dokumentarischen Ebene, ein YouTube-Video, und mir fehlen einfach nochmal so 1-2 Shots, die ich nicht bekommen habe oder die vielleicht gar nicht möglich waren zu filmen, dann habe ich hier nochmal die Möglichkeit, sowohl auf Textbasis als auch auf Fotobasis nochmal so ein paar Sekunden Schnittbilder zu erstellen, die ich dann einfach in den anderen Film mit einbauen kann. Wir haben 2 Shots ausprobiert. Einmal das Fliegen durch einen Vulkanausbruch, wo klar ist, ja, kein Mensch würde das machen mit einer Drohne oder wenn, dann vielleicht nur einmal, es macht irgendwie keinen Sinn. Das ist ein super Beispiel für so eine Technologie oder auch eine Lawine, irgendwie Handheld-Kamera, die Lawine kommt auf die Kamera zu, kann ich aus offensichtlichen Gründen nicht live filmen, aber mit der KI ist das möglich und dann einfach Dinge, die es in echt nicht gibt, auf der reinen Fantasieebene, die total spannend sind und wir haben ein paar tolle Beispiele, was damit schon möglich ist. Zum einen ist wichtig, dass alles, was Firefly rausgibt, immer kommerziell sicher ist. Das heißt, ich kann nicht auf Persönlichkeiten oder auf Marken oder so prompten. Es weiß nicht, wer Olaf Scholz oder Donald Trump oder so ist. Wird nicht funktionieren. Genauso wird es auch nur trainiert auf Daten, an denen wir die Lizenzrechte haben. Also Adobe Stock Content und Content, den wir lizenziert haben und in dem das Urheberrecht abgelaufen ist. Und wir sind Verfechter davon, glauben sehr stark daran, dass der Weg nicht ist, Fake News oder irgendwie gefälschte Inhalte zu erkennen, sondern eher die Wahrheit zu beweisen. Und dazu gehört auch eben mit KI generierte Dinge klar zu kennzeichnen, dass immer gut nachvollziehbar ist, dieser Inhalt ist AI generiert, entweder komplett oder teilweise, weil ich zum Beispiel was verlängert habe eben in dem Beispiel oder was hinzugefügt entfernt habe.